jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26095 zu einer weiteren Folge ATS Singleplayer. Diesmal mit dabei ist der Sony Size Gaming. Einen wunderschönen guten Abend nach einer langen Zeit. Oh ja. ATS haben wir schon ewig schon immer zusammen aufgenommen. Mhm. So, wir müssen ja nach Yuma. Yuma müssen wir fahren. 3 Wochen oder einen Monat fast, glaube ich. Oh, keine Ahnung. Also ich habe zwischenzeitlich schon aufgenommen, aber mit Tobias schon lange nicht mehr. So, ich dürfen wir nur... Wann hab ich mal zuletzt aufgenommen? Oh ja, das ist schon einiges her, gell? 2-3 Monate, ich habe ja so viel im Voraus schon produziert. Dermaßen viel Freizeit zum Zocken. Hm. Aber nächste ab morgen ist Schlitterfall, weniger Zocken. Nächste Woche muss ich, morgen wieder um 7 anfangen, bis um 4 Uhr schaffen. Oh, ich muss morgen um 6 Uhr anfangen. Ja, da kannst du dafür aber, glaube ich, früher heim, oder? Ja, um 3. Ne, okay, ich bin gerade Stunden später, komme ich gerade aus dem Geschäft, so um 4 Uhr rum. So, ja, schön. Hochtuckern. So ein Scheiß Montana ist auf der Gamescom, bin ich da. Ah, ja. Ich muss mal das... Ah, ne, das haben wir ja schon in einem Video von dir schon gesagt, dass du so aufgeregt warst, dass du nicht dazu gekommen bist, das Handy runterzugehen. Oh, zu ja. So blöd, Alter. Ich weiß nicht, gehst du vielleicht nächstes Jahr in Gamescom? Also ich gehe vielleicht mit einem Kollegen oder mit dem Dominik. Mal gucken. Mal gucken, ja, ich weiß nicht. Weil ich kann ja mit Dominik hat erst gesagt, komm, wir fahren Gamescom nach Köln. Ah, viel Spaß, fahr mal vor, ne? Mach mal. Ja. Köln fahren wir ja, glaube ich, 4 Stunden, habe ich nur auf der Map gesehen, auch bei Google Maps. Okay. 3-4 Stunden oder so. Aber ich glaube, das wäre nichts für dich gewesen. Da musst du halt noch für ein Spiel 2 Stunden anziehen. Oh, hör mir auf, ey. Wenn du einmal zocken willst, für eine Viertelstunde oder eine halbe. Ah, oh, das ist saublöd. Ja, hast du das Gamescom überhaupt über den Livestream verfolgt? Ja, so ein bisschen. Ey, das war so rappelvoll dort. Ja, ja, deswegen bin ich gar nicht hingegangen. Ich hab gewusst, dass da so viel kommen. Das wird aber auch, das wird jedes Jahr schlimmer. Das wird immer mehr. Dieses Jahr waren das irgendwas mit 23.000. Ja. Und der Chris von PeteSmith hat neue South Park-Version gespielt. Okay. Mit so einem Furzgerät im Gesicht. Jawohl. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, hab ich mir nicht angeguckt. Ey, das ist so witzig, weißt du? Du musst dir vorstellen, er zockt, ne? Und wenn der Charakter so eine Pupse macht, wo du ja gezockt hast, so pupst, ne? Das gibt der Geruch von der Maske, das geht dir in die Nase, weißt du? Das musst du riechen, ne? Jawohl. Muss er mal schicken. Und er sagt Englisch, das haben sie selbst entwickelt. Und die haben extra dazu, wenn es extrem stinkt, tut, haben sie noch so ein Duftspray noch neben dran gestellt, weißt du? Oh Mann. War richtig geil. Ich will jetzt runterladen, Raymond, aber dann wird es eben lecken bei dir. Billige Scheiß Skype. Oh, ich sag's, ich bin fix mal. Das ganze Wochenende war bei mir schon vorbei. Geburtstag gefeiert bis um 12:30, 1:30. Danach um 8 Uhr aufgestanden, ne? Jawohl. Super. Dann haben wir noch Kegel-Freundschaftsspiel noch gehabt in Lohr. Alter Schwede, ja. Mit 24 Leute, kannst du dir vorstellen, was es für chaotisch ist mit 8 Bahnen, ne? Dann waren wir so kann ich genau sagen, wann wir fertig waren. Wir waren dann so zwischen 14.15 Uhr und 14:30 waren wir gerade fertig. Da haben wir noch ein bisschen Cola-Weiß getrunken und danach heimgefahren und fertig. Ey, wir fix und fertig, haben noch Schläferle gemacht noch daheim. Ja, das ganze Wochenende schon weg. Ja, es geht ruckzuck zu Wochenende, so schlecht. Ja, ja. Und jetzt schon wird auch schon so 7 und durch, ja. Ja. Also wenn so. Ist Raymond eigentlich gut? Ich hab's noch gar nicht. Ich hab's noch nicht runtergeladen, Tobias. Ich hab's mir in meine Spiele rein, hab's noch nicht gezockt. Okay. Ey, hoffentlich ist Multiplayer fähig, dann kann man zusammen zocken. Ja. Aber ich glaube schon, Frosch kann man, glaube ich, ausspielen. Oh, das waren noch früher Zeiten, Raymond. Die allerersten Teile von Raymond noch. Ja.
bin so richtig fertig, Alter. Du, ich hab gut gefeiert, Geld ist alles leer. Weil so, mein, Kreditrate. Das hat Freitag gezeigt. Ja. Leer. Jawohl. Ich hab lachen müssen, ich hab nur im Hintergrund bei dir gehört, bei der Sprachnachricht. Och nö. Okay. What the fuck? Oh Mann. Wenn es so gekommen ist, ja, es wird halt ein bisschen später. Und dann, och nee, dann hätte ich doch verstanden, ja, aber direkt nach der Sprachnachricht kommt auch nee im Hintergrund. Ich bin so, okay, hab irgendwas falsch gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, was sie gelabert hat. Ich will es auch nicht wissen. Nee. Ah, fahr schneller, ich muss den überholen. Ich hab schon das erste Item verkauft. Auf dem Community-Markt. Bei mir noch nicht momentan. So, wie gesagt, wir müssen jetzt nach Yuma, noch 111 Kilometer. Dürfen wir 74 Meilen auf der Auto, 75 Meilen hier auf der Autobahn fahren, das freut mich richtig. Und keine 40 oder 50 rumtuckern. Oh ja. So, in Yuma müssen wir dann schlafen. Oh, fuck. Ach, zum Glück kein Schaden. Ne? Quoller einen gerade angeböppt. Ne? So, wir haben es nicht mehr weit, dann sind wir da. Tu mal ganz kurz CSGO starten, um die Waffe weich, wieder ein Häkle hinter Marke und dann kommen wir wieder, weil sonst übersteuere ich wieder raus in deinem Video. Ja. Bis gleich. So, hier abfahren.
Oh, jetzt dürfen wir hier nur 25 fahren, ey. So, ich bin wieder da. Hi. Sonst hätte ich wieder so ein Rauschen gehört. Ich bin nicht zugesteuert. Gut, ich habe sie jetzt ausgerüstet wieder. Ich bin mal gespannt, wann die mir jemand kauft. 3 Cent, da war ich so nicht viel, aber mehr kann ich nicht bieten. Wenn es zu selten wäre, dann wäre es mehr verlangen, ne? Ja. Ist die gut hier? Alter, die sieht aber geil aus. Die Max 7 Head für 29 Cent. Aber gebraucht, ne? Nee. Nicht so. Auf. Da ist doch weit und breit keiner. Ich finde schon Hammer, was man so verlange für Preise. So. So, 421 Meilen gefahren, 8 Stunden, 38 Minuten, 335,6 Liter, ist ja üblich hier bei American Truck Simulator. Üblich. So, wir gehen jetzt mal in die Werkstatt, schlafen uns dann dort auch gleich aus. Lieber MH, was haben Sie am Oktober vor? Bis jetzt noch gar nichts. Ich habe die erste Ferienwoche Urlaub. Okay, ich habe am Oktober eventuell 2 Wochen Urlaub. Okay. Wir sind gezwungen, Urlaub zu machen. Ist doch gut. So viele Urlaubstage. Ah, fuck! Beinahe hier reingerähmt, ey. Hab's näher geholt, dass man mich besser hört. Blindel. Affe. So. Also das nächste, was ich mach, erstmal wieder zum Friseur gehen, ey. Saarländle? What? What? Warum Saarländle? Da war ich letztens. So, jetzt hier mal kurz um die Kurve. Da vorne ist die Werkstatt, bitte nicht so schnell fahren. Nächster Item verkauft.
Ich habe mal mein Profil bei Steam jetzt geändert. Dieses John Cena, das ist mal auf den Sack gegangen, das als Steam-Profil zu haben, ey. So, ja, nochmal schön gemütlich pennen. Das heißt schlafen. Schlafen? So, Frachtmarkt. Wir gucken jetzt von Yuma nach. Oh, hier waren wir noch nicht. Das gibt sogar 12.000, das fahren wir. Wobei San Francisco, da waren wir auch noch nicht, oder? Lieber MH, ich glaube, man muss mal in richtigem Dialekt schwätzen, dass mit uns die Leute von nicht verstehen. Jawohl. Extra, damit sie uns nicht verstehen. So, jetzt muss ich noch schnell meinen Auftrag abholen. Bitte nicht nachmachen. Mit 60 in der Baustelle zu fahren, wo 25 Meilen erlaubt sind. Der MH macht's vor. Bitte nicht nachmachen, aber erstmal durch die Straße wie so ein gestörter. 50, was weiß ich, wie viele Tonnen am Arsch. Nee, bis jetzt noch gar nichts. Was hast du wieder für eine Fracht? 13 Tonner oder was? Jetzt gleich 13 Tonnen Traktor. Schlepper. Okay. Ja. Das muss ich jetzt hier mal ein bisschen beeilen, bevor der Auftrag weg ist. Und zwar das Ganze für die Katz. Alter, hat der einen Bremsweg. Ein PC pustet wieder so. Der macht doch gerade gar nichts. Der hat nur zwei, drei Sachen laufen. Das ist nix. Ja, läuft, Tobias. Hm. So, da ist schon die Firma. Oh, jetzt muss ich wegen 2 mm zurückfahren, oder was? Oh, das war so klar. Frachtmarkt. Auftrag annehmen. Davon ist er auch schon, der Traktor. Ich hoffe, dass wir mal irgendwann mal wieder in Urlaub gehen. Ich hab mal wieder richtig Bock, nach Spanien oder Italien zu gehen, ohne Witz, ey. Oder sonst wohin. Hab mir immer alle verschiedenen Uhrzeiten und ist ein bisschen bescheuert. Also sprich mit Uhrzeiten, auch die Arbeit, urlaubmäßig. Okay. So, 531 Meilen. Oder bin ich aber eine ordentliche Tour unterwegs? So, jetzt links, Stoppschild beachten wir jetzt mal nicht, weil da kommt eh keiner. So, easy.
Was lachst du dann? Ach, ich guck wieder so ein Video, ey. Ich will keine Werbung machen von Pizza mit der Jay-vertrauten Dalo und wird gekillt bei TTT. Ach so, TTT ist bei denen, ja. So, da vorne muss ich abfahren. Eine Frau. Ja. Alles klar. Eine Frage, kann man einen TTT-Server selbst hosten oder muss man sich da einen kaufen? Muss man sich einen kaufen. Okay. Was würde so kosten so? Weiß ich nicht. Bestimmt so viel wie Teamspeak, oder? Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, was. Ich hab keine Ahnung, was Teamspeak kostet. Irgendwas gelesen, glaube ich, für 30 Slots oder sowas. Irgendwas mit 5 Euro oder irgendwie so Scheiß, da glaube ich. Okay. Warte mal. Was ist denn das hier? Bei uns ist momentan sehr kühl, 20 Grad. Ja, bei uns auch. Aber es hat auch bei uns viel geregnet. Fuck! Hat's Bums gemacht? Ja, gewaltig aber. Ach, scheiße. Zum Glück nur 1% an der Fracht. Also, mir wäre es lieber, wenn es mir an einem Lastzug wäre, als an der Fracht. Ja, ja, am Lastzug ist mir egal. Lastzug. Ja. Wie der Leck, war ich vor kurzem. Du fahrst bei mir gerade drauf, habe ich 33% ja, ja. Am Anhänger und 18% unter dem Lastzug. Aber wie hast du erst dermaßen Abstand gehabt, ohne Witz, mindestens noch 2 Meter von mir weg. Das war auch sau unnötig. Ja, denkst du, hey, da wollte du gar nicht hin drauf fahren, guckst du auf F6 oder so. Oh ja, ich hab mal einen Schatten. Richtig dumm. Und unnötig. Und hinter mir bist du ja gefahren und du hast keinen hohen Ping gehabt und ich auch nicht. Also, hä? Ja, ja. Logik? Ich denke mal, das war am Server selber, oder? Ja, mit Sicherheit. Kannst du dir das auch irgendwie melden, so wie bei CSGO? Nee. Scheiße. Wobei, wir können hier bleiben, wir müssen ja eh gleich runter. Ey, unser Tank ist schon wieder halb leer, ich hab doch vorhin eben getankt, ey. Hast du einen kleinen oder großen, so 1000 Liter oder so ein kleiner? Ich glaub 1000 Liter. Wir müssen normalerweise reisen. Für, keine Ahnung, 1300 oder sowas. So. Wir müssten mal ein Dauerprojekt machen, weil ich ohne Aufnahmen bei Minecraft richtig Bock mal. Ja, so wie früher, gell? Mhm. So bei Take It oder so, was das war. Na. Feed the Beast oder so. Ja, so eigene Welt erschaffen ohne Cheats oder irgendwie so Zeugs. Ja.
So, wenn wir mal eine Tankstelle finden, sollten wir da mal wieder tanken. Ich habe jetzt gerade gedacht, da kommt eine Treppe hoch, ob noch was klopfen wäre. Blindel. Blindel Tobias. Blindel Mark. Aua. Haha. Ich bin mal. Das liebe Schafe. Oh Mann. Der ganze Tag ist so richtig windig. Ja. Seit Freitag schon. War es bei euch auch so richtig so, wie soll man sagen, so richtig so düster, aber kein Blitz und kein Regen, nix? Ja, bei uns war es düster, hat es geregnet, dann war es wieder hell, dann hat die Sonne gescheint, dann war es wieder düster, hat es geregnet und es ging alles so in einem Wechsel, Alter. Ja, wie Frau-Tage hätte so ungefähr, kann man so ausdrücken oder was? Ist so richtig komisch. Ah, das ist. Ich hab's auch gemerkt am Samstag, wo es beim Domi war, ne? Hock mal so, essen mal was, ne? Und Bierchen getrunken, ne? Guckst du raus. Eine Seite, Sonnenschein, ne? Hell. Guckst du auf der anderen Seite raus, schwarzer Himmel. Alles klar. Richtiges so April-Wetter, weißt du? Was man so formulieren kann. Ich bleib jetzt mal auf dem Bahnübergang stehen, mal gucken, was passiert. Weil direkt dahinter ist ja die Ampel, aber. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber ich glaube, irgendwo hast du geschrieben, oder, ja, doch in deiner Beschreibung oder sprichst in deinem Text gesagt, schon wieder wiegen. Ich glaube, das war ACS, ne? Ja, ja. Sei froh, dass es nicht wie bei ETS nur so Mauts gibt. Und bezahle immer später im Schießtrick. Ich würde lieber bezahlen, anstatt zu wiegen. Wie viel an der Fracht hast du und bla bla bla. So. Wir sollten tanken. Das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, Leute. Euer MH26105 und euer Sony Style Stizzly. Arschloch. Tschüss. Ciao. Ihr Blindels.